Deutschland feiert die Europameisterschaft im eigenen Land. Früher sagte man das Wunder von Bern, heute sagt man das Wunder von Berlin. Deutschland steht kurz vorm Viertelfinale im Spiel gegen Spanien. Allerdings, ein Interview ist mir ans Herz gewachsen und deswegen heute Sarah Kasper zu Gast und Tino Gottlieber vom BFV 08 Bischof Werder, wenn ich es richtig gesagt habe. Euch gibt es seit 1908 als Verein. Wie lange seid ihr selber denn schon dabei? Also ich bin in dem Verein seit 2012, seitdem es hier den Frauen- und Mädchenfußball gibt. Den gab es ja nicht schon immer, der wurde ja dann erst neu gegründet, also wenn man das so sagen kann. Und seitdem bin ich auch hier. Was heißt Frauenfußball für dich? Also seit wann und wie setzt sich das an? Also ich habe damals angefangen in Groß-Dubrau in der Jugend Fußball zu spielen. Dann hat es in Groß-Dubrau irgendwann einen Cut gegeben und da gab es keine Frauenmannschaft mehr. Und dann hat man nach Lösungen gesucht und wir haben unser sportlicher Leiter im Frauenbereich ist der Bodo Lenig und der ist hier in Bischofswerda im Gymnasium Direktor und der hat damals in Groß-Dubrau den Weg mit uns begleitet und hat sich gedacht, Mensch, Frauenfußball hier in der Region gar nicht mehr, das können wir so nicht verkraften, also hat er einen Weg gesucht, den Frauenfußball wieder hier in der Region zu etablieren. Und ist dann schlussendlich hier in Bischofswerda vorsprechig, sagt man das so, geworden und hat dann hier auch Erfolg gehabt im Präsidium. Die haben das dann quasi auch stattgegeben und so ist dann hier der Bischofswerda Frauenfußball entstanden. Und so sind einige Spielerinnen, die damals in Groß-Dubrau angefangen haben, mit mir hierher gekommen, neue von der Region dazu und seitdem wächst hier dieser Frauenfußball, ja. Die Mannschaft heißt Junge Wilde, die du trainierst. Junge Wilde heißt meine Mannschaft nicht, die ich trainiere. Also ich weiß nicht, wie man auf den Namen kommt. Junge Wilde Mädels vielleicht, ja. Aber ich bin hier als Trainerin seit 2012 auch tätig und trainiere seitdem die Mädchen von Bischofswerda e.V. von der D, C bis zur B-Jugend. Das splittet sich dann in den Jahren immer ein bisschen auf, aber prinzipiell, jetzt aktuell, habe ich die B-Mädchen unter mir. Tino Gottlieber vom BFV 08. Was verbindet sich denn? Ist es ein reiner Fußballverein oder ist es ein Sportverein? Oder was verbindet sich denn da? Das ist ein reiner Fußballverein. Ja, und ich bin seit, als ich 8 war, habe ich hier angefangen Fußball zu spielen als kleines Kind. Ist lange her. Habe dann über Umwege Sportschule Dresden und den Weg wieder zurückgefunden nach Bischofswerda, habe die legendären Zeiten der DDR-Oberliga mitgemacht als Spieler, was sicherlich bei vielen noch in Erinnerung ist, war ja auch ein Höhepunkt des Vereins. Ja, und habe dann relativ lange bis 1995, 96 in Bischofswerda gespielt. Habe dann eine Auszeit genommen vom Fußball, war lange Zeit im Ausland und bin 2012 wieder zurückgekehrt nach Bischofswerda. Habe da die Stelle des Nachwuchsleiters übernommen, hauptamtlich. Und ja, was sagt man, wie sagt man dazu? Da kamen die Frauen auch genau in diesem Moment. Und ich wurde damals gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, die Frauen mit zu trainieren. Eine Vorstellung, die ich noch nie hatte. Aber ich mache das jetzt seit 12 Jahren. Und wenn man es 12 Jahre macht, dann muss es ja irgendwo auch Spaß machen. Sonst würde ich es nicht machen. Und das macht es auf jeden Fall. Seit wann ist also Frauenfußball und Fußball, früher war das ja fast, man kann sagen, fast so reine Männer oder eine Angelegenheit für Jungs gewesen. Seit wann kann Mädchen überhaupt zum Fußball so dazu, dass sie jetzt professionell alle Ligen spielen und dass sie im Fußball ankommen? Also ich muss ehrlich sagen, vor 2012 habe ich mich da auch nie groß damit beschäftigt. Ich war, wie gesagt, die 10 Jahre vorher relativ raus aus dem Fußball. Und wurde damit direkt auch konfrontiert 2012 und habe aber gemerkt, dass das Training unheimlich viel Spaß macht mit den Mädchen und Frauen, weil die unheimlich ehrgeizig sind, lernbegierig sind, auch dankbar sind
Und deswegen war das eine wundervolle Aufgabe, die ich da damals übernehmen durfte. Und genau das ist das, was mich auch an dieser Aufgabe hält. Also das muss ich wirklich auch dazu sagen. Ja, und dieser Frauenfußball hat sich ja in den letzten Jahren unglaublich entwickelt. Wir haben das selber auch mit der Mannschaft spüren können. Ja, wir sind sukzessive nach oben gerückt und was so in den letzten Jahren auch selbst in dieser dritten Liga, in dieser Regionalliga, wo wir mit den Frauen spielen, sich entwickelt hat, vom fußballtechnischen her, vom taktischen her, das konnten wir selbst mit beobachten. Ja, und da ist ein unheimlicher Aufschwung in den letzten Jahren entstanden. Jetzt ist es ja ein Unterschied, ob man Spielerin ist oder ob man Trainerin ist. Für Trainerin macht man auch eine separate Ausbildung, einen Trainerschein und steht in der Regel neben, für die Mannschaft, aber am Rand vom Spielfeld. Du kennst beide Positionen. Was hat dich bewegt, dazu Trainerin zu werden? Also Trainerin bin ich geworden, weil ich, das hängt auch alles mit meinem damaligen Weg zusammen. Ich habe angefangen Fußball zu spielen und habe da halt die Freude für mich entdeckt. Habe halt gemerkt, dass man wahnsinnig viele Kontakte schließen kann und ich wollte das einfach auch anderen Kindern ermöglichen, dass die diese Position in einem Verein spielen zu dürfen, auch genießen können und dadurch aber halt auch sich weiterentwickeln können, weil wir haben es halt früher schon gemerkt, dass es gibt so viele Talente, also so viele Mädels, auch Jungs natürlich, aber ich rede jetzt halt von den Mädels, weil ich für den Mädelbereich verantwortlich bin, wo halt Talente drin schlummern, die das gar nicht so wissen. Und wenn sich da jemand dahinter klemmt und auch bemüht, das Bestmöglichste rauszuholen, und das ist zumindest mein Ziel, kann halt aus den Mädels auch wirklich was werden. Und wir haben auch hier schon feststellen dürfen, dass wir eben auch mit weinenden und lachendem Auge Mädels gehen lassen mussten auf Sportschulen, wo sie dann halt eine andere Entwicklung noch nehmen konnten. Aber das ist ja eigentlich so unser Ziel, was wir den Mädels hier bieten wollen. Also wir als Trainer. Und ja, das hat mich eigentlich dazu bewegt. Also einfach erstmal den Kindern eine Möglichkeit zu geben, soziale Kontakte zu knüpfen, einen Mannschaftssport auszuüben. Und für mich war das halt der Fußball, weil ich es selber gerne mache und weil das die Sportart ist, die ich halt auch vermitteln kann und das mein Wissen da auch weitergeben kann. Ja. Wenn wir vom Alter sprechen, vom Thema Nachwuchs, was für eine Altersgruppe betrifft das? Also bei uns ist das breit gefächert. Wenn ich jetzt vom Mädelfußball ausgehe, weil die Jungs beginnen bei uns ja schon viel, viel, viel jünger, beziehungsweise auch jüngere Mädchen, die dann erstmal bei Jungsmannschaften spielen. So ist das auch bei uns aufgebaut und der reine Mädelfußball direkt, der fängt bei den D-Mädchen hier an. Da sind die circa 11, 12 Jahre alt. Alles, was davor passiert, spielen die in unserem Verein bei den Jungs, Bambinis, E-Jugend, genauso aber auch in anderen Vereinen bei den Jungs. Also das gibt ja immer für die Mädchen die Möglichkeit, in einem Verein zu spielen bei den Jungs, aber zusätzlich noch an einem Verein zu spielen, wo die Mädchen, wo es nur Mädchenmannschaft gibt. Also das heißt, wir haben halt auch viele Mädels über ein Zweitspielrecht hier, was aber gar nicht anders geht, weil die von sonst woher kommen. Also das ist halt nun mal hier dieser Anlaufpunkt in der Region. Eigentlich unmittelbar der einzige, weil das nächste ist dann eigentlich schon wieder Dresden. Und alles, was dann so hier aus der Ecke kommt, also wir haben sogar Mädels von Hoyerswerda, Laubusch, hier bei uns, die dann aber bei ihrer Jungsmannschaft dort trainieren und einmal die Woche hierher kommen, dass sie das Training halt hier auch wahrnehmen können. Aber einmal die Woche reicht ja nicht, um dann fit zu werden. Und so etabliert sich das dann. Und je älter die werden, dann irgendwann muss man eine Entscheidung treffen. Wechsle ich jetzt zu den Mädels? Die meisten haben es getan, die sind dann halt hier. Die habe ich jetzt quasi bei meinen B-Mädchen unter mir und die sind ja jetzt vom Alter Jugendliche. Also da spricht man jetzt von 14, 15, 16-Jährigen. Ja. Und der Zwischenschritt ist dann halt noch die C. Da läuft das dann aber ähnlich über Zweitspielrechte. Auch vereinsinterne Mädels, die wir hier haben, die auch bei unseren Jungs trotzdem trainieren. Also wir versuchen da halt immer die bestmöglichste Entwicklung für jedes Mädel zu finden. Ja, wenn das eine richtig gute ist, dann muss die auch bei den Jungs trainieren, so wie bei den Mädchen trainieren. Wenn sie vielleicht nicht ganz so stark ist, dann versucht man sie so in die Gruppe mit einzubringen, dass sie halt bei den Mädels dort trainiert, wo sie halt vom Leistungspensum her auch reinpasst. Also das versuchen wir halt hier immer ganz gut zu regeln. Und haben wir, glaube ich, bisher auch immer ganz gut hinbekommen.
Also so Alleinstellungsmerkmal für Bischofswerda fällt auf jeden Fall auf. Das findet auch zu Gewicht. Das Ganze findet aber im Ehrenamt statt. Also auch wenn man Millionen ablösen im Fußball kennt und dann auch jetzt durch die Europameisterschaft immer von Riesengeldbeträgen sieht, durch Medienlandschaften, durch Ablösesummen und. Ihr selber macht es aus Berufung heraus, also aus dem Hobby heraus. Da muss ich kurz einhaken, ich bin hauptamtlich beim Verein angestellt. Also ich bin damit eine Ausnahme. Aber generell sind unsere Trainer im Ehrenamt tätig, die unheimlich engagiert sind, teils 4-5 Mal die Woche trainieren und auf dem Platz stehen. Und das ist mit Geld überhaupt nicht zu bezahlen, theoretisch. Und das ist einfach das Herzblut, was die haben, um den Kindern da Hilfestellung zu leisten, dass sie besser werden. So, und da muss man einen Hut ziehen, vor allem die das machen. Ja, und man wünschte sich, dass sie alle mehr oder dass das mehr honoriert werden würde. Aber letztendlich liegt es natürlich auch immer um dem guten Geld, was man hat. Mit dem Geld, das stimmt. Genau. Allerdings, viele kleine Summen ergeben ein großes Ganzes. Und ich glaube, bevor man irgendwo nicht weiß, wohin damit oder ja, irgendwie irgendetwas unterstützt, weil außerhalb, man kann hier vor Ort auch wahnsinnig viel bewegen, weil ich weiß von den Leuten, die im Sport sich engagieren, dass sie für ihr Leben etwas mitnehmen. Und das ist ja, glaube ich, das, was die Reise eines jungen Menschen ausmacht, sich an seine Wurzeln zu erinnern, sich an seine Identität zu erinnern. Und Mannschaftssport fördert und prägt zumindest dieses Gefühl von Heimat und auch von Zusammenhalt und von Miteinander, von Respekt, von Werten, die vermittelt werden. Das zu unterstützen, ist sicherlich nochmal was anderes als Einzelsportler. Und was mich trotzdem interessieren würde am Thema Mannschaftssport und Disziplin, woher nimmt man selber die Begeisterung? Kommt die von innen heraus oder kommt es durch die Mannschaft? Oder was treibt dann an, dann, dass man da mehrmals die Woche trainieren geht und das gibt? Also ich kann dazu sagen, dass das natürlich dieses Mannschaftsgefüge antreibt, weil man sich gegenseitig da unheimlich ziehen kann. Und da gibt es halt nie mal einen, ach, ich habe jetzt mal keinen Bock auf Training. Also bei uns gibt es das hier, ne? Da kann ich für alle sprechen, die bei unseren Frauen, für alle unsere Frauenmitglieder kann ich da sprechen. Ich kann auch für unseren Nachwuchs sprechen, weil das bei uns ja irgendwo trotzdem in die leistungsorientierte Richtung geht. Und man lässt sich dann von der Mannschaft einfach auch ziehen. Und man will ja, jeder Einzelne möchte das Bestmöglichste aus sich rausholen, aber nicht für sich selbst, sondern für das Team. Und das ist so das, ja, da kriege ich gleich Gänsehaut, weil das ist so das, was mich dazu bewegt, auch weiterzumachen. Also natürlich der erste Schritt, den man in diese Richtung, man will ja irgendwie, für mich war es immer wichtig, ich will einen Sportart treiben, ich möchte mich bewegen. So, dann bin ich halt beim Fußball gelandet. Es hätte vielleicht damals so alles andere sein können, aber es war es zum Glück nicht. Also mich hat es zum Fußball geführt und das sollte wahrscheinlich auch so sein. Und wenn man dieses Mannschaftsgefüge einmal kennenlernt, und ich denke, dass das hier bei uns wirklich sehr, sehr, sehr ja, groß geschrieben steht, dann lässt man sich davon tragen und dann kommt man auch gerne dreimal die Woche hierher zum Training aus freien Stücken, ohne dass man da Geld dafür bekommt. Also das kann ich nicht anders sagen, weil sonst wird man ja nur zu 6 auf dem Trainingsplatz stehen, sind wir aber nicht. Wenn man an das Thema Verein und Unterstützung denkt, welche Möglichkeiten gibt es denn? Gibt es nur finanzielle Möglichkeiten oder gibt es auch andere Möglichkeiten? Was wünscht ihr euch? Also ich denke mal schon, dass wir ein Verein sind, der sich auf unsere Sponsoren verlassen kann. Also in den letzten Jahren haben auch gerade, was unser Präsidium da einen Sponsorenpool aufgebaut hat, das ist schon extrem für diese Region. Und ich will das mal, also ich glaube nicht, dass es in der Gegend einen Verein gibt, der sich mit den Sponsoren so beschäftigt. Ein Beispiel, also wir fahren seit gefühlten 15, 20 Jahren jeden Januar ins Trainingslager. Mit der ersten Männermannschaft, die Frauen waren jetzt das dritte Mal mit. Und da fahren jedes Mal 30 Sponsoren mit, ungefähr. Und das ist ein Zusammenhalt, der sich da aufgebaut hat, wo man diesen Kontakt, Spieler, Sponsor, Präsidium, ja, sowas von verinnerlicht auch und
erlebt, ne, wo ich sage, das ist irgendwo auch einzigartig, was ich weiß. Klingt ja nach Mannschaftssport, so neben der Mannschaft hier? Ja, das ist es auch. Ne, und deswegen muss man auch dankbar sein, dass das so hier ist. Ja, und dass die Frauenmannschaft, weil es ja auch speziell ist, was nicht jeder möchte, das muss man auch ganz klar so sagen. Ne. Manche Vereine wollen das überhaupt nicht, da brauchen wir nicht weit gucken. Dass das dieser Verein noch möchte, ja, und auch sich bemüht, den Frauen hier ein Umfeld zu bieten, was auch so ist, dass die Mädchen hier gerne herkommen. Unabhängig jetzt vom Mannschaftsgefüge, ja, die das aus Freude, aus Spaß, weil sie zusammen trainieren wollen, weil sie zusammen spielen wollen, weil sie zusammen irgendwas erleben wollen, hierher kommen, aber auch deswegen. Und das finde ich richtig gut, dass das so ist. Ja. Das ist im Nachwuchs genauso dasselbe, ne? Und bei den Männern. Ja, und das finde ich eigentlich toll, dass das so ist. Es spricht mir immer von Nachwuchsproblemen, also in der Regel aus Nachfolger oder bei Unternehmen für Mitarbeiter. Wie sieht es bei euch aus mit dem Nachwuchs? Bewerben sich Mädchen bei euch oder wie läuft das ab? Also ich, wenn ich dazu mal was sagen kann, also es ist jetzt der BFV. Ne? Mädchen, Frauenfußball. Aber man kann es auch deutlich sagen, dass diese Zusammenarbeit mit diesen ganzen Vereinen hier im Westlausitzer Gebiet oder Westlausitzer Fußballverband sich über die Jahre richtig toll entwickelt hat. Und wir sind mit vielen Vereinen, die Mädchen haben, in der Zusammenarbeit so gut, ja, die macht Sarah sehr viel, diese Kommunikation mit diesen Trainern, mit diesen Verantwortlichen, mit diesen Mädchen, mit den Eltern. Ja, sonst würde das ja gar nicht funktionieren hier. Ne, wir können ja eine, hier in Bischofswerda 50 Mädels auf die Beine stellen, aus dies zur Stadt. Das funktioniert ja nicht. Also sind wir ja auch mit unserem Projekt, was wir jetzt seit 12 Jahren machen, auch auf die anderen Vereine angewiesen. Und ich denke mal, wenn man die, und das haben wir eigentlich, oder haben wir geschafft, dass man die mit ins Boot nimmt, dass die auch sehen, Mädchen können sich entwickeln, Mädchen haben dort eine Spielmöglichkeit, Mädchen können dort vielleicht irgendwann auch bei den Frauen spielen, dass wir das geschafft haben mit diesen Personen, die da auch in den anderen Vereinen arbeiten. Und das finde ich auch eine tolle Sache. Ja. Ich sage mal, kleiner Weckruf an die Vereine selbst, sagen, öffnet euer Horizont vielleicht auch ein Stück weit mehr gegenüber welchen, weil inzwischen ist es genauso populär, durch die Europameisterschaft vielleicht sogar noch populärer. Julian Nagelsmann, der Bundestrainer, sagte, jeden jungen Menschen, den wir begeistern können zum Thema Sport oder sich für Fußball zu interessieren und zu engagieren, ist es wert, dass die Europameisterschaft im eigenen Land stattfindet. Das kann auf unterschiedlichster Ebene stattfinden, aber Ressentiments gegenüber dem Frauenfußball abzulegen in der heutigen Zeit von euch ein klares Plädoyer für, Gott sei Dank haben wir uns für diesen Weg entschieden. Also um auf die erste Frage dann nochmal zurückzukommen, ist es natürlich auch ein Appell an alle Vereine, aber wie es der Tino schon gesagt hat, das hat sich über die Jahre wirklich sehr gut entwickelt, dass wir mit den umliegenden Vereinen einen wahnsinnig guten Kontakt pflegen, wo halt einfach diese Kommunikation da ist und die jetzt auch wissen, Mensch, hier in Bischofswerda, da kann ich, wenn ich ein Mädel bei mir im Verein habe, die jetzt bei den Jungs spielt, kann ich dahin verweisen. Die Kontakte sind ausgetauscht und das funktioniert eigentlich seit den letzten 1-2 Jahren, würde ich sagen, richtig, richtig gut. Es war auch ein langer Weg bis dahin und das ist natürlich auch trotzdem viel Aufwand, den man betreiben muss, um erstmal überhaupt da zu stehen. Also sag mal, ich persönlich bin jetzt nie hier im Verein angestellt und ich gehe halt selber noch arbeiten. Ich wäre gerne im Verein angestellt, kann ich an der Stelle sagen, aber da hängt es halt auch wieder am lieben Geld. Es ist nun mal so, aber ich mache das halt aus freien Stücken und auch sehr gerne, aber es geht halt wahnsinnig viel Zeit drauf, schon alleine diese Kommunikation zu führen. Also da hängt man auch lange am Telefon, um mit den Trainern zu reden, weil man will ja auch transparent arbeiten. Also das soll auch diese Botschaft sein. Also wir wollen jetzt hier nirgendwo irgendwelche Mädels irgendwie wegnehmen, sondern wir wollen dann einfach nur einen Weg ebnen. Und da muss man halt auch transparent arbeiten. Und ich denke, das haben wir ganz gut hinbekommen, aber es ist halt ein wahnsinniger zeitlicher Aufwand, den man da betreiben muss. Neben dem, was man eigentlich hier macht, und zwar Trainer sein. Und das ja, ist jetzt, sage ich mal, die Antwort auf den ersten Teil der Frage.
Und den zweiten Teil habe ich jetzt. Auch du bist ganz geschickt. Vernünftigerweise vielleicht sogar auch. Aber wir stehen kurz vor dem Viertelfinale. Deutschland entwickelt sich ja genauso innerhalb der Europameisterschaft zu der Mannschaft. Das heißt, die Leute lernen sich dort auch immer. Es wechselt sich immer wieder Spiele aus, es kommen neue Spiele hinzu. Also eine Mannschaft ist nicht eine homogene Masse, die man über Jahrzehnte immer verfolgt, sondern es wechselt auch mal. Dasselbe Erlebnis hat man als Trainerin einer Mannschaft ja sicherlich auch, dass Jugendliche kommen und gehen oder sich für einen anderen Weg entscheiden. Inwiefern trägt es einen selber, so viele Begegnungen zu machen oder mit der Mannschaft permanent in der Entwicklung überarbeitet? Also ich persönlich kann dazu sagen, dass es mir am Anfang schon schwer gefallen ist, wenn ein Mädel, also fällt mir immer noch schwer, ich lasse niemanden gerne gehen, aber man wächst auch mit den Jahren daran und man weiß, dass es halt so passiert und man kann ja auch niemanden ewig halten. Also es schlägt ja jeder seinen Weg ein, wie er das für richtig hält. Die einen gehen studiumstechnisch irgendwo hin. Die anderen können vielleicht einen Sport krankheits- oder verletzungsbedingt nicht mehr ausführen. Und dann gibt es eben auch einfach welche, die die Lust verlieren. Das wird es auch immer geben, egal ob das im Mädchen- oder im Jungsbereich ist oder im Männer- oder im Frauenbereich ist. Aber damit lernt man, je länger man das macht, auch besser umzugehen. Weil ich bin ja auch immer bemüht, oder wir sind das auch bemüht, dann auch die Leute hier zu halten. Und dann ja, versucht man es mit Überredungskünsten, aber irgendwann sagt man sich dann, ja, wenn sie die Entscheidung jetzt so getroffen haben, dann ist es, wie es ist und dann muss man es auch einfach hinnehmen. Und ich glaube, das kriegt man über die Jahre mehr mit, dass man da auch ein Verständnis dafür entwickelt, um wem lohnt es sich jetzt noch zu kämpfen und um wem vielleicht nicht. Also ohne, dass es jetzt irgendwie abwertend klingen soll, aber ich glaube, das ist einfach ein Gefühl, also was ich für mich sagen kann, was ich über die Zeit auch entwickeln konnte. Okay. Wenn ich höre, dass man den Verein einstellt, wurde aus dem Hobby Beruf, aus Berufung Beruf. Was hat man da alles so erlebt, wo man sagte, das Highlight, das hätte ich normalerweise mir nie erträumen lassen, dass ich das mal erleben durfte? Jetzt kommt die Frage, wenn ich es nochmal machen würde, würde ich es genauso tun. Also ich würde alles genauso tun, wie ich es gemacht habe. Weil wenn man das machen kann, was man liebt und das dann noch bezahlt bekommt, dann ist das ja das Schöne im Leben. So, und nicht schöner Erfolge zu feiern, ja, wenn man sich so daran erinnert, an Erfolge, an Niederlagen, selbst an Niederlagen. Ja, weil man, das hat man ja alleine erlebt, das hat man als Mannschaft erlebt. So, und ich könnte jede Epoche vom Nachwuchsfußballer über einen Erwachsenenfußballer, über einen Trainer, kenne ich Dinge erzählen oder die kommen einfach. Ne? Und wenn man sich jetzt mit Mannschaften trifft, wo man gespielt hat. Ja, ich habe in Erfurt mal gespielt und wir haben uns vor 3 Jahren oder 2 Jahren, seit 10 Jahren wieder mal getroffen. Das ist wie, als würde man sich gestern gesehen. So, und das sind so die Dinge, die bleiben einfach stecken. Ne? Wenn man in einem Mannschaftssportart betreibt, in einem Sportart betreibt, die man liebt, so, und genau das ist das eigentlich jetzt so auch als Trainer, was man den Kindern oder den Frauen wieder vermittelt. Ne? Und wenn man jetzt speziell jetzt auf die Frauen wieder zurückzukommen, diese Mannschaft, die seit 7 Jahren in der Regionalliga, in der dritten Liga Deutschland spielt, als kleines Dorf, das würde nie funktionieren, wenn das keine Mannschaft wäre oder die das nicht mit Spaß machen würden. So, und genau das ist der Punkt, dass es so stark auf dem Platz ist. Ja, und man erlebt das jedes Jahr neu, ne, was sie selber sich für Höhepunkte auch schaffen, außerhalb des Fußballs, was genau das ist, was die Mannschaft so zusammenhält. Und genau das sind die Dinge, ne, die den Reiz des Fußballs ausmachen. Obligatorische Frage. Schafft es Deutschland, Europameister 2024 zu werden? Hast du eure persönliche Prognose oder habt ihr ein anderes Land geführt? Also ich würde es den Jungs diesmal gönnen. Vor 2 Jahren hätte ich das nicht getan, aber ich denke, dass sie diesmal gut in die EM gestartet sind und dort auch gezeigt haben, dass sie irgendwo ja auch wieder mit Leidenschaft und Herz auf dem Platz stehen. Das hat mir damals ein bisschen gefehlt und ich würde es auf jeden Fall gönnen.
Ob sie es schaffen, bleibt abzuwarten, aber ich denke, dass wir realistische Chancen haben, ja. Persönliche Einschätzung von Tino Rittenberger? Wenn es in Spanien wäre, würde ich sagen, ja. Aber es ist, wird ein schweres Unterfangen. Ja. Auf jeden Fall, eins habe ich rausgehört, ihr macht weiter. Unabhängig davon, wie die Europameisterschaft verläuft, euer Herzblut hängt dran. Man kann Teil der Mannschaft werden von den Sponsoren, man kann aber auch die Mannschaft als solche unterstützen. Inwiefern denkt man selber in der Form dran, zu sagen, wenn man ein bisschen eine Glaskugel hätte und guckt ein bisschen weiter in die Zukunft, wo soll die Reise selber noch hingehen? Bis zur Rente weiterarbeiten und die Freude genießen oder Trainerin auf Herzblut zu sein bis ins hohe Alter hinein? Oder wie sieht es aus? Also meine Reise soll schon in die Richtung gehen, also ich möchte das noch viele Jahre machen, die Trainertätigkeit auf alle Fälle. Als Spielerin ist das ja immer so eine Sache, da muss man das dann irgendwann mal abwägen, weil dann ist man irgendwann mal sicherlich auch zu alt für den Fußball, das ist halt so. Aber das Trainerdasein, das bleibt denen so lange, wie das geht. Und sicherlich wird es auch irgendwann mal eine Phase geben, wo man vielleicht mal eine Pause braucht, genauso eine Pause wie du dir damals genommen hast. Das wird kommen, aber bis jetzt mache ich das noch mit völliger Leidenschaft und werde das auch so weitermachen, solange es geht. Mein persönlicher Wunsch wäre natürlich, habe ich auch schon mehrfach geäußert, ich würde den Weg, den der Tino eingeschlagen hat, selber gerne einschlagen, weil ich mir das auch gut vorstellen kann, dass ich für den Mädchen- und Frauenfußball hier in der Region was bewirken kann. Nicht nur das, sondern allgemein für den Verein. Und wenn man das dann natürlich schafft, Beruf und Fußball auf eins zu setzen, also Beruf und Hobby, dann wäre das natürlich sensationell für mich. Aber ich denke, das ist ein schwieriger Weg, ein langer Weg, aber wer weiß, vielleicht schafft man es mal mit den nötigen Unterstützern. Ja. Schön. Schlusswort? Ja, also ich, auf die letzte Frage nochmal zurückzukommen, jedes Jahr ist immer schön. Ne? Man ist froh, wenn man gesund bleibt und das auch machen kann. Und ich glaube nicht, dass, wenn das so weitergeht, wie es jetzt ist, irgendwann mal was anderes noch kommt. Ich hoffe, dass das auch alles vom Finanzsender her der Verein stemmen kann in den nächsten Jahren, weil das ja auch immer wieder ein Kraftakt ist, ne? Festangestellte Mitarbeiter hier zu haben. Aber ich denke mal, die Entwicklung in den letzten 1, 2, 3 Jahren insgesamt im Verein ist sehr, sehr positiv, was auch den Zusammenhalt betrifft, ja, und auch das Klima generell im Verein. Und ich denke mal, da sind wir auf einem guten Weg.